E-Prüfungen sind ein ganz, ganz wichtiger Teil modernen und zeitgemäßen Prüfens. Und aus diesem Grund wollen wir diese auch eben an der Leuphana technologisch und rechtlich verankern. Dies umfasst zum Beispiel eben auch Nachhaltigkeitsaspekte. Also statt Berge an bedrucktem Papier durch die Gegend zu tragen, schaffen wir es eben durch digitale Formen des Prüfens, genau diese Papierberge abzuwenden. Diese müssen auch nicht mehr archiviert werden, sondern können im Prinzip digital abgelegt werden. All das sind eben auch praktische Vorteile, die das digitale Prüfen für die Lehrenden mit sich bringt und die im Prinzip dann auch der Lebensrealität der Lernenden, sprich unserer Studierenden, doch ein deutliches Stück besser entsprechen. Unser Ziel ist es tatsächlich, verschiedene digitale Prüfungsformate, sei es E-Portfolios, die im Laufe des Semesters entstehen, digital abzubilden und dann aber auch neben den summativen auch die formativen Prüfungsformate in Augenschein zu nehmen und das tatsächlich für alle Fachbereiche. Wir waren mitten im Corona-Modus, Digitalisierung oder digitale Hochschullehre ganz groß geschrieben. Die Leuphana war da sehr erfolgreich. Wir haben als eine der ersten oder einzigen Universitäten trotzdem das Semester pünktlich gestartet. Über 90% der Veranstaltungen wirklich umgestellt auf digitale Lehre. Wir haben sehr frühzeitig dann auch Alternativen für die Präsenzprüfungsform in Form von digitalen Prüfungen gefunden. Unser erster großer Meilenstein war dann im Prinzip der Fund des Safe Exam Browsers, der speziell für uns eigentlich genau das abbildet, was wir benötigen, um E-Klausuren sicher an Geräten durchführen zu können, um Manipulation und Spicken vorzubeugen und auch kontrollieren zu können, damit wir sicher gehen können, dass derjenige, der gerade eine Prüfung schreibt, auch wirklich derjenige ist, der vor uns sitzt und nicht sich von außerhalb irgendwie eingeloggt wird. Wir haben mehrere Meilensteine im Projekt und den Meilenstein, den wir jetzt erreicht haben, ist die Pilotierung. Wir haben sowohl für beide Prüfungssoftwarelösungen, die es ja in der Leuphana gibt, Pilotierung bereits durchgeführt. Da haben wir auch recht hohen Zulauf, sowohl von Studierenden als auch Lehrenden und eine ganz große Zustimmung auch, dass digitale Prüfungsformate ermöglicht werden sollen. Langfristig ist für uns besonders wichtig, dass wir eben auch mit Nachhaltigkeit agieren. Das bedeutet, dass wir den befristeten Charakter des Projekts überwinden, indem wir die Weichen dafür stellen, dass wir auch langfristig eben auf technologische Strukturen und den dazugehörigen Support-Infrastrukturen setzen können, damit wir dann eben nicht nur rein rechtlich in der Lage sind, eben auch E-Prüfungen anbieten zu können, sondern dann eben auch eine technologische Infrastruktur haben, die dies dauerhaft ermöglicht. Das hat Bestand und darüber sind wir wirklich dann auch in einem ganz engen Austausch zwischen Hochschulleitung, Entscheidungsträgern, Studierenden, Lehrenden an der Basis, um wirklich schnell und flexibel reagieren zu können. Und ich muss sagen, das hat wirklich erstaunlich gut funktioniert, bereichert um sinnvolle digitale Innovationen.